Seid gegrüßt und willkommen zu einem neuen Angespielt-Video. Heute zeige ich euch Gedonia von Kazakov Oleg. Das Spiel befindet sich im Early Access und ist ein Open-World-Rollenspiel. Mehr weiß ich bisher noch nicht. Ich habe halt ein paar Gameplay-Szenen und Screenshots gesehen. Es hat mich ein wenig an Breath of the Wild erinnert und ich schaue es mir einfach mal an. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay, Dungeons, Open World. Explore, Arena nicht. Geh mal in die Open World und schau mir das mal an. Kann Quests machen und Dungeons. Viel besser als nur Dungeons oder nur Arena. Oh, Charaktererstellung. Das kann ich immer gut. Kopf. Okay, wir nehmen mal den Kopf. Haare. Ich dachte gerade schon, es gibt gar keine Haare. Kann man den drehen? Nö. Auch gut. Farbe geht. Oh, Bart. Das ist wichtiger. Wir nehmen den. Dann aber die passenden Haare dazu. Das sieht doch okay aus. Haarfarbe. Wir nehmen dieses Braun, oder ist das ein anderes? Moment mal. Nö. Unbekannter Held oder unbenannter Held. Wir nehmen ihn Grimm. Gehen mal auf weiter. Punkte verteilen. Okay, hier kann man sehen, was man machen kann. Okay, Intellekt wird wahrscheinlich die Kompetenz erhöhen. Nö. Charisma, ach, das wird die wahrscheinlich erhöhen. Moment. Also ja, Mitstreiter oder so. Ah, okay. Magie. Oh, Magie kann man erlernen. Moment mal. Schwere Rüstung. Ich versuch's mal mit Magie. Ist halt nur die Frage, ob man direkt Magie erlernen kann oder nicht. Und Charisma. Bla bla bla. Und die Frage ist, wie schnell man hier Gefährten findet. Stärke. Ich würde eher das hier erhöhen. Moment mal. Ich mach's einfach mal. Ich kann immer wieder neu anfangen. Und der stand irgendwie ganz nett und so. Wir gehen auf weiter. Es lädt. Oh oh. Solange du dich erinnern kannst. Und vielseitig war ich. Okay. Die Dorfbewohner haben mich Grimm quasi den Hausmeister genannt. Oder so, oder Handwerker. Mein Onkel hat mich großgezogen und hat mir nie etwas über meine Eltern erzählt, außer dass irgendwas war. Das war es dann doch etwas zu schnell. Ihr könnt es ja pausieren und selber lesen. Und wenn ihr wollt, auch Übersetzungen in die Kommentare posten. Okay, die Kamerafahrt ist ganz okay. Genug Bäume sind hier. Auch ein paar Flugtiere, Schmetterlinge. Gebirge, da oben sind Vögel, aber wahrscheinlich noch mehr Schmetterlinge. Gedonia. Ne, es sind Vögel, oder? Oder Fledermäuse? Ich weiß es nicht. Was denkt ihr so, was es sein könnte? Vögel, oder? Oh, da ist die Bergspitze. Oh, wir klettern? Wir klettern. Warum? Oha, ohne Sicherung. Oh, oh, oh. Ach, ich will an das Vogelnest, oder was? Nee, ich will ja nur vorbei. Ach, ich will zu dem anderen Vogelnest, okay. An den Lianen hier, an dem Gewächs. Achso, ich will in die Höhle rein, okay. Oh, ganz wackelig auf den Beinen ist aber auch. Und wir schleichen langsam hinein und sind drin. Und fallen runter. Na super. Da stand was von WASD-Steuerung. Okay, kenne ich. Leertaste hüpfen. Das macht Shift. Damit bin ich schneller. Nö, mit Steuerung bin ich wohl schneller und verbrauche Ausdauer. Okay. Was sind das hier für Leuchtepilze?
Und mein Schwert ziehen. Oh, das ist gut. Was ist das? Achso, das ist um Gefährten zu steuern wahrscheinlich. Ranzoomen. Ne, was ist denn Rechtsklick? Das macht nichts, oder? Nö. Q. Nö. Y. Waffe wieder zurück. Okay. Dumm, die dummen. Map, gibt's hier sowas? Wow. Da stehen die Level. Hier bin ich wohl irgendwo. Hier ist auch ein Quest verfügbar. Oh, ich kann sogar anklicken. Was gibt's denn wohl noch für Tasten? C. Ich habe einfach Klamotten an. Irgendwie blablabla Hose. Und ein Kurzschwert. Stats habe ich hier. Blablabla. Magic, ja. Wenn ich mal wüsste, wie ich Magie anwende. Inventar gibt es hier bestimmt auch. Ich habe Pfeile, ich habe einen Bogen. Okay, wie kann ich denn den anlegen? Moment mal, C. So kann ich einfach... Oh, Moment, ist das jetzt zum Wechseln? Ja, das ist quasi, um verschiedene Waffen-Slots zu haben. Kommt das hier rein? Muss ich das irgendwo anders hin tun? Bitte schon, klappt irgendwie... Oh, der spannt den Bogen. Okay. Wie kann ich denn wohl... Ah, Waffenwechsel mit mittlerer Maustaste. Alles klar. Oh, WASD. Hüpfen, ja. Sprinten, interagieren. Ach, Dodge ist... Ach so. Okay, warum ist denn Shift ausweichen? Okay. Öffne die Truhe. Ach, wow. Direkt neue Sachen. Okay, guck mal kurz rein. Mhm. 17 Damage, 8 Damage. Ein Schild, das ist doch ganz praktisch. Aber Schaden der Waffe, was ist das überhaupt? 8 Schaden, 1,6. 17 Schaden, 1,6. Ich würde dann ja mal die Axt hier, diese Großart. Achso, die ist wahrscheinlich zweihändig, oder? Mal eben gucken. Die kann ich nicht tragen, oder? Ich bin zu schwach wahrscheinlich. Alles klar, dann bleiben wir bei dem alten Schwert hier. Okay, weiter. Das hier war Sprinten. Oh. Moment, ich komme daher. Zu schnell gedreht. Und schon außer Puste. Linke Maustaste Angriff. Rechts, zweite. Bei B kann ich irgendwas hinzufügen. Okay, B. Oh. Skillpunkte. Arkane Magie. Elementarmagie. Heilige Magie. Dunkle Magie. Naturmagie. Hm. Okay, ja, was nehme ich denn? Okay, Transportationssprüche und kein Schaden. Schaden, eins oder mehr Ziele. Buffen oder Untote bekämpfen. Schwächen und Untote Minions, okay. Und das hier, Tiere kontrollieren, ja. Ich mache erstmal Schaden. Oh, das geht noch weiter. Was muss ich machen? Achso, hier? Ah, wow. Okay, direkt so viel. Kann ich jetzt alles nehmen? Achso, ich muss mehr Skillpunkte verteilen. Okay. Ja, kann ich jetzt hier zurück? Ist das jetzt verteilt? 2 von 15. Alles klar, dann stecken wir gleich noch mehr Punkte da rein. Wo sind denn die Gegner hier? Würde ich doch schon gerne mal hier sehen. Oh, Moment, ich wollte ja auf B eben schauen. Ach so, ich habe halt gar keine Punkte übrig. Huch. Sonst hätte ich wahrscheinlich hier den Schild auch nutzen können. Naja. Ja, lass mich gehen. Ich suche Gegner und haue einfach drauf. Und den Schild. Oh. Ein Käfer. Hey, Käfer. Direkt anvisiert, oder was? Oh, direkt ausge. Liegt auf dem Rücken, oder? Wow. 11 Erfahrung. Bist du down? Ja. Stehst aber noch im Weg, Käfer. Echt dunkel hier. Gut, dass hier diese Leuchtepilze sind. Was ist denn hier? Achso, ich kann den looten. Chitin. Nehmen wir mit. Da ist noch ein Käfer. Hallo. Achso, ich habe keine Ausdauer. Oh nein. Oh, Spielstand gespeichert. Alles klar. Hallo, looten. Da. Genau. Steck dein Schwert in den Schild. Oh, ist mal hier ein Wanderer? Nee, Skelett nur. Heiltrank. Ich habe 18 Lebenspunkte verloren. Ja, das passt.
Hier ist bestimmt gleich irgendwie ein großer Gegner drin. Ein großer Käfer. Ja, das ist bestimmt eine gute Entscheidung, hier ins Dunkle zu gehen. Oh, der schnauft schon wieder so. Was ist denn mit dem? Oh, man kann zurückzoomen, okay. Oh, durch die Map geguckt. Ach so, hier kann ich hoch. Oh, ist mir aber zu langsam. Und wieder außer Puste und kann nichts machen. Hier ist doch nichts. Ah doch, hier. Eine Kultstätte. Oh, da geht's auch raus. Ob es eine gute Idee ist, wenn ich jetzt mitten hier reingehe? Da sollte... Ach so, da sollte die erste Cutscene sein, aber die ist noch nicht drin. Alles klar. Gut zu wissen, danke. Aber nicht schlimm, dann muss ich die mir nicht anschauen. Und ihr müsst die nicht überspringen, falls ihr die gar nicht sehen wollt. Aber wie komme ich jetzt hier runter, ohne Schaden zu nehmen? Ach, was soll's. Oh ja, genau. Erstmal ins Dunkle wieder. Immer die beste Entscheidung. Aber ich gehe aufs Licht zu. Auf das Licht am Ende des Tunnels. Das haben wir hier, da haben wir nichts. Das ist aber echt sehr dunkel. Also bis auf das Licht hier hinten. Oh, wehe, ich komme jetzt hier nicht raus. Und was wollte ich überhaupt in der Höhle? Ladebildschirm. Oh, das ist gut, aber ich frage mich echt, warum wir erst hochgeklettert sind, um dann hier rauszukommen. Ja. Oh, willkommen in Gedonia. Die Hauptstoryline ist noch nicht drin und ich kann die Welt erstmal erkunden und Quests, die ich finde, fertig machen. Ich kann Sachen... Okay, Startdorf neben dem Berg. Okay. Ich muss die Maus-Sensitivität mal etwas runterstellen. So. Ja, schon besser. Okay. Ja, ich gehe mal ins Startdorf oder ich versuche mal dieses Tier da zu erlegen. Wobei... Nee, spare mir lieber die... Was ist denn das Grüne da? Auf der Minimap. Achso, hier gibt es ja auch Crafting, wie man eben gesehen hat. Also was ich gerade sagen wollte, ich spare mir lieber die Pfeile für Gegner auf, die angreifen. Was ist denn da? Und wer bist du? Bist du ein Wanderer oder ein Bandit? Hey, hi, hallo. Du bist ein Sprinter. Ach, reisender Händler. Hallo, zeig mir, was du zu verkaufen hast. So, das hat der Händler hier. Mhm. Mana-Trank, Stiefel, Lederhelm, Bronzering, Jagdbogen. Was habe ich überhaupt für Bogen? Oh, cool, man kann es öffnen. Ich habe einen Jagdbogen. Danke. Ein Dolch. Okay. Klein, ja, der hat halt die Sachen, die ich auch habe. Cool. Das verkauft sich für 2. Na gut. Tschö, Händler. Dann gehe ich doch wieder hier hin. Ich folge dir aber gleich ins Anfangsdorf. Hier war doch irgendwas, genau hier, so eine Feuerstelle. Da grillt jemand. Direkt zum Richtigen gegangen, also fast direkt. Hey, du bist ein Jäger, oder? Oh, ich kann den Kochplatz hier nutzen. Und René, Level 1. Hallo. Hallo, René? F, oh. Hallo, was willst du? Nichts, ich gehe dann mal. Okay, kann ich das Essen klauen? Was? Ich brauche irgendwas, um das zu nutzen. Okay. Oh, hier ist ein Ausrufezeichen an diesem Fruchtbaum, Obstbaum. Was ist denn da drunter? Wie ist das, der Hirsch da runtergekommen? Ist der hier runtergefallen? So wie ich gleich? Und wie komme ich hier wieder hoch? Bestimmt da hinten. Über diesen Bergrücken. Und da ist auch ein Wolf. Was soll schon schief gehen? Zur Not laufe ich einfach hier stur die Wand hoch. Und da ist doch irgendwas auf dem Feld. Ist das ein riesiges Eichhörnchen? Mit man hier ranzoomen. Das ist ein Eichhörnchen, oder? Ich hoffe, es hat keine Tollwut oder so. Eichhörnchen. Wie kann ich nochmal langsamer? Kann gar nicht, oder? Squirrel, also Eichhörnchen. Neutral. Okay, das hat keine Angst vor mir. Hallo, Kleiner.
Sieht hungrig aus. Es riecht an deinen Fingern und es squeakt ruhig. Möchtest du einen Apfel? Wow, ein Quest ist das. Das möchte ein Apfel haben. Alles klar. Viel Glück. Achso, ich bin gemeint. Kann ich den klettern? Achso. Magischer Apfelbaum. F. Aha. Oder AA. Hallo. Was? Irgendwas? Und, Hä? Was? Okay, gut. Bla bla bla. Kann ich Äpfel haben? Er spuckt irgendwie. Bla bla bla. Nicht von mir. Oder nee, was anderes. Bla bla bla. Nimm Apfel und hau ab. Alles klar. Kriege ich jetzt einen Apfel? Apfel? Oh, Apfel. Äpfel. Hey. Hier, ich habe einen Apfel vom Baum. Frisst den Apfel und. Oh, und ist irgendwie tot. Hat sich in Schmerz gewunden und geschrien und ist tot. Ich esse vielleicht auch mal einen Apfel. Nein. Was war denn auf J? Visionen? Notizen. Ich brauche ein Pferd. Ach, okay. Coole Notiz. Was ist denn das denn? Ist das Erz? Was kann. Wow, verdammt! Charge-Stell? Was zum. Hallo? Ich mach doch nichts. Kann ich mit dir reden? Hallo? F, F. Oh. Ey, jetzt geht's ja aber los. Ey, hör auf. Natürlich hat das Ding super viel HP. Aber es charged irgendwie sehr aufwendig. Ich würde ja gern Apfel geben. Komm her. Oh oh. Ich wette, das Viech haut eh gleich ab. Gekrittet habe ich sogar. Und ich dachte noch so, ah, wir greifen hier keine friedlichen Tiere an. Dann töten wir aus Versehen ein Eichhörnchen mit einem magischen Apfel, nachdem wir mit dem Baum geredet haben. Hallo, hör auf. Dann greift uns das Viech hier einfach an. Okay, es läuft zumindest noch nicht weg. Oh, daneben. Wie auch immer ich das hingekriegt habe. Hallo, bleib stehen. Du verletzt dich sonst noch. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Hey, ich habe es geschafft. Hallo. Rohes Fleisch und dünnes Leder. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Kamom. Was? Chamomile? Okay. Ach, ich brauche so eine Sichel zum Ernten. Ach, das ist ja noch so ein Viech. Ne, ich gehe mal zum Wolf und dann endlich mal in die Stadt. Bin ich gerade hier drüber gestoßen? Okay. Early Access halt. Ah, da sieht es doch aus, als wenn ich da hoch. Ach so, nicht sprinten, weil man hat ja keine Ausdauer. Oder kaum. Ich hätte den Charakter ja auch anders bauen können. Aber ich dachte mir, ich nehme mal Magie. Ist bestimmt ganz cool. Kann ich das sammeln? Nö. Also, kann ich auch direkt mal zum Erz gehen. Ich brauche eine Spitzhacke wahrscheinlich. Kupfer, ja. Spitzhacke. Pickaxe. Da ist der böse. Oh nein, der hat mich anonymisiert. Oh nee, ich will jetzt nicht. Genau, kämpf mit ihm da. Bewegt der Wolf sich? Also läuft der? Ja, also der kommt näher und seine Beinchen bewegen sich. Ich kann einfach mal zu diesem Turm. Aber schön weit weg von diesem Hirsch. Ach ja, Ausdauer. Achso, ich soll rausfinden, was ich mit den Äpfeln machen kann. Verkaufen Event? Oh, verdammt, ich habe ihn gegessen. Mit Rechtsklick isst man wohl. Alles klar. Also ich würde die Äpfel halt verkaufen. Wow, was sind das für riesige Schmetterlinge? Turm? Dorf. Turm? Dorf, da steht jemand, aber im Dorf sind auch Leute. Vielleicht können die mich ja eben. Oh, verdammt, ist das tief. Vielleicht können die mich ja irgendwie bewirten, begastwirten und mich wieder heilen. Ich habe ja irgendwie 50 HP verloren. Oh, die haben Quests für mich, denke ich. Oder ich kann dich ausfragen wegen des Apfels, den ich noch habe. Oder den Apfel. Wow! Westane, okay. Ein kleiner Markt und hier ist eine Schmiede. Okay, von hinten ansprechen ist irgendwie nicht so nett. Hello. Hey, hi, kannst du mir Schmieden beibringen oder zeig mal, was du hast?
Apfel verkaufen, 6 Gold. Vielleicht nimmt er den ja. Wie geht denn das hier? Rechtsklick vielleicht? Ich will nicht wieder essen aus Versehen. Okay, Leder habe ich verkauft. Das war das rohe Fleisch, oder? Ich verkaufe den Apfel. Der braucht den Apfel nicht. Ach, komm schon. Wow, so viele Leute hier. Oh, was habt ihr denn hier? Trophäen? Okay. Oh, du hast Bücher. Moment mal. Gut geht's hier. Also, und dir? Zeig mal, was du hast. Hey. Angst. Unaufhaltsamkeit. Geschichte von Gedonia. Ork. Irgendwas. Trophäen. Nee, wie heißt das? Ein Eidels. Ach, egal. Aber was gibt's denn hier noch? Was bist du für einer? Ja, schönes Wetter draußen. Okay. Ah, du hast so Werkzeuge und so zum Sammeln. Das ist gut, Händler. Was ist das denn? Okay, Verzauberungsstab oder so. Nadel und Faden. Cool. Du hast was zu essen, ne? Brauchst den Apfel auch nicht. Moment, du vielleicht? How's it going? Welcome, good fellow. Nö. So, raus sind, soll ich da... Ja, genau. So, wer bist du? Ja, bin ich. Oh, du hast Tränke. Du bist es auch nicht. Heiltrank? Habe ich einen Heiltrank? Ich habe einen Heiltrank, ne? 40. Hey, es wird sogar... Hallo? Kaufen? Wird sogar passen. Vom, von den HP her. Ungefähr. Wer bist du? Hi there. Onkel John. Hallo, Neffe. Bye. Rennen oder hinten ist ein Quest zum Annehmen. Und was ist das hier? Kann ich dich wegen des Apfels fragen? Willst du mir beim Backen helfen? Hallo. Okay, irgendwas mit einem Mädchen. Und dass du sie heiraten will. Und du brauchst den perfekten Apfel. Für irgendwie Gebäck. Brot ist Leben. Hefe ist Liebe. Und was ist, gibt es Besseres, als die Liebe zu gestehen mit diesem glänzenden, süßen, süßlichen Brot? Ich habe genau das für dich, was du brauchst. Oh, dieser Apfel ist perfekt. So süß wie Idi. Vielen Dank, Fremder. Wow, okay. Oh, oh, oh. Ist die das hier? Oh, oh. Ich schau mal, was passiert. Oh nein. Oh oh. Sollte ich weglaufen? Willst du mich heiraten? Ich bin... Oh, wir können nicht zusammen sein. Okay, dann isst er den Kuchen selber. Was passiert? Adam? Oh oh. Oh oh. Ah, ich kann ihn looten, oder? 5 Gold und Würze oder sowas. Hey, Good Idi. Day. Hey, auch schöner Tag dir. Tschö. Wer bist du? Kind. I'm not allowed to talk to strangers. Oh, und du hast das Schwert schon gezogen. Bist du eine Wache? Eine Wache. Standing watch can get a bit boring sometimes. Ja, so langweilig, dass du nicht mal mitkriegst, wenn hier ein Mord geschieht. Gut. So, wer bist du? Ein Lederer? Nee, was ist das? Achso, doch, Lederverarbeitungsgedings. Fine day, isn't it? Ja, kannst du mir das beibringen? Und wo hast du gelernt zu jagen? Er hat es seit Kindesalter an gelernt und er lernt es immer noch. Denkst du, dass du auch ein guter Jäger werden kannst? Oh, vielleicht. Würde ich gerne. Oh, verdammt, ich habe eine Quest angenommen. Ein Biest lebt irgendwo in der Nähe des Dorfes. Ein großer Bär. Mhm. Greift manchmal das Vieh an oder die Dorfbewohner. In einer Höhle westlich des Berges. Er hat es oft gesehen und ich soll zeigen, dass ich ein guter, großer Jäger bin und in die Höhle gehen. Und das Biest soll ich zerstören und das Fell als Beweis bringen. Alles klar. Haben wir doch wieder ein neues Quest angenommen. Dann gucken wir noch mal hier beim Brunnen oder bei dem... Doch, beim Brunnen. Der Hund hat kein Quest für mich. Ein streunender Hund. Moment. Hey, Freundchen. Was tust du? Oder wie geht's dir? Bist du hungrig? Oh nein, ich hab das... Oh, ich hab nichts für dich. Ich hätte ihm gerne das Fleisch gegeben.
Ja, ich kann das doch bestimmt zurück. Oh, ich wollte mit dem Brunnen reden. Moment mal. Der sieht kaputt aus. Okay, ich gucke mir den mal an. Neues Quest. Reparieren. Okay. Ich brauche Seil und... Oh, ich muss runterklettern und ich brauche alles, was ich nicht habe. Gut, das wird noch länger dauern. Deswegen schaue ich, dass ich das Fleisch mal wieder bekomme. Von irgendeiner Person da hinten. Dumm, die dumm, die dumm. Hattest du immer ein Fragezeichen? Hallo. Also Charisma. Ach so, mir fehlt Charisma. Wie viel habe ich überhaupt? Hallo, tschö. Basic. 3 habe ich nur. Oh, fehlt mir noch ein Level up, oder? Aber wann kann ich denn? Naja. Wem habe ich denn meine Sachen verkauft? Ja. Welcome, good fellow. Du hast meine Sachen. So, dann gehen wir wieder zum streunenden Hund. Der stand gerade, oder? War ich mir das nur eingebildet? Und wer bist du? Du bist dieser... Nee, wer bist du? Bob. Fine day, isn't it? Ja, schöner Tag. Ist zwar schon Nacht, aber hey. Was ist denn bei B? Oh, ich kann wieder Sachen verteilen. Punkte. Yay, Elementar. Hoch, hoch, hoch. Oh, ich kann... Windelement. Habe ich das jetzt gelernt? Achso, die habe ich auch, oder? Achso, ich hatte Skillpunkte, die ich verteilen kann, okay. Ups, gar nicht bemerkt. Eis. Achso, da oben wären die gewesen. Okay, nicht aufgepasst. Ich probiere es direkt mal aus. Was tut es? Bin ich jetzt geschützt vor Projektilen, die auf mich zufliegen? Oh, ich hätte auch mal gucken können, was hier steht. Windelement, danke. Windelement, achso, Geschwindigkeit und was? Achso, es hat auch Effekt auf andere Sachen, okay. Feuerelement, Damage, achso, Schaden, mit, also zufällig ein Gegner und hat auch Effekt auf andere Sachen. Hallo, Feuer, E. Habe ich jetzt beide Elemente? Ich hoffe, ich werde jetzt keine friedlichen NPCs angreifen. Jetzt füttern wir den Hund mal. Wie? Ich hab doch... rohes Fleisch. Hallo. Ey, ich muss ja jetzt nicht das Fleisch für den Hund kochen, oder? Oh, nicht euer Ernst. Und wieder keine Ausdauer. Ich habe keine Rezepte. Wird schon schief. Ach so, ich muss... Oh Gott. Kannst du mir Kochen beibringen? Fine day, isn't it? Artwolf. Nö, kann er nicht. Oh Mann. Dann muss ich wohl doch schauen, dass ich zur Höhle komme. Ist das die Westseite der Höhle? Irgendwie nicht, ne? Wo ist überhaupt Norden? Auf diesem Kompass, ach, da oben. Okay, jetzt bin ich genordet. Ich muss also nach Südosten. Hä, das kann doch nicht sein, Südosten. Ach so, Quest verfügbar. Aber ich muss... Aber um welchen Berg geht's denn hier, ne? Um den. Ich muss also hier den Bären suchen. Das hier ist ja die Westseite. Also gehe ich mal nach Süden. Die Frage ist... Moment, wo kam ich denn her? Ich kam von da hinten. Gut. Schau mal hier. Oh, was ist denn hier? Ein Friedhof. Warum kann ich hier looten oder was? Oh, ich kann die Gräber auf... nee. Das brauche ich gerade nicht. Da ist das Meer. Da sind irgendwelche Felsen. Bin ich noch auf der Westseite? Ja, bin ich. Dann gehe ich mal weiter nach Süden. Und schaue nach dieser Bärenhöhle. Oh, da ist wieder ein Tier, was mir Fleisch geben kann. Warum ist das alles so steil? Das Viech wird mich doch eh wieder angreifen. Flamme an. Oh, fängt wieder an zu chargen. Haha. Oh, ich habe schon Schaden verursacht, random. Das ist ja echt gut mit dem Feuer. Muss ich gar nichts machen. Ich glaube, Magie gefällt mir.
kriegt das einfach immer die ganze Zeit Schaden. Das Vieh hier. Okay. Westlicher Wald. Oh. Erkundet. Alles klar. Oh oh. Looten. Rohes Fleisch und Leder. Was finden wir denn jetzt wohl hier im Wald? Was ist denn das? Sind das Wölfe? Oh. Ich würde lieber den Bären bekämpfen wollen. Ich wette, ich bin hier total falsch. Und laufe jetzt erstmal mir einen Wolf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde ihr bekämpfen nachher, früher oder später. Aber ich werde natürlich versuchen, die Einzelnen zu pullen. Westain Mountain. So, hier ist doch eine Höhle. Und es ist nicht die, wo ich herkam. Ich kam ja von hier, glaube ich. Oder von hier. Keine Ahnung. Schauen wir mal nach dem Biest. Ladebildschirm oder F oder so? Ach so. Einfach ins Dunkle gehen. Verstehe. Oh, verdammt! Jetzt die Frage. Kommt der Bär... Und warum ist es auf einmal... Es wird gerade hell, oder? Flamme an. Wow. Wir gehen rein. Ziehen die Waffe. Wir kämpfen direkt. Komm her, Bestie. Ich frage mich gerade, wie das Ausweichen hier funktionieren soll mit Shift. Warum bin ich komplett geheilt? Verstehe ich gerade noch nicht so, aber... Heilt über Zeit oder so? Der Bär macht irgendwie nichts. Ich will aber auch nicht zu nah drin stehen, wenn er anfängt. Ach so, keine Ausdauer mehr. Was war das denn? War das so ein Knockback? Moment, heißt Rabies nicht irgendwie Tollwut? Ist das ein tollwütiger Bär? Aber der folgt mir ganz schön. Ich mag das Spiel. Flamme an! Hä, der kann mich gar nicht angreifen richtig. Der hängt fest, oder? Hm. Oh oh. Hä? Das macht aber nichts. Ich lass mich nicht angreifen. Hast vergessen, Bär. Ich bleib jetzt einfach stehen, auch wenn er angreift. Ach so, Flamme an. Nee, ich brenne noch oder hab den Buff noch. Ja, das war der Bär. Oh, der hat sogar zwei rohes Fleisch. Und, ach ja, seine Haut. Kann ich hier noch was mitnehmen? Oh, hier ist noch ein Dings, wo es offen ist. Ich finde gut, dass das Licht hier so reinscheint ins Dunkle. Das finde ich echt gut. So findet man auch gut immer zum Ausgang. Und es blendet nur ein bisschen. Aber gut gelöst irgendwie. Okay. Spiel wurde erfolgreich gespeichert. Wir gehen wieder denselben Weg zurück. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt gerade gegen die Wölfe zu kämpfen. Genau, da ist der Friedhof. Ich hoffe, ich kann hier die Wand, sag ich mal, so stumpf hochlaufen. Warum habe ich denn hier einen Schatten? Ach so. Hier fehlt der Schatten von den Füßen aus. Naja, was soll's. Kommt bestimmt noch. Ich hätte weiter oben bleiben sollen. Sprinten. Oh oh. Nicht runterfallen. Hüpfen kann ich hier nicht? Doch. Wäre doch gelacht, wenn man hier nicht hochhüpfen kann. So hätte ich es in echt auch getan. Jetzt muss ich mich nur noch dran erinnern, wer... Brennt das da? Ach so. Was machen die? In ihren Häusern. Oh, da ist irgendwas zum Looten. Da will ich jetzt aber auch gerne hoch. Ach, ist sogar da, wo ich hin muss beim Tippen. Ich könnte auch hier reingehen. Oh, das machen wir gleich mal.
fine day, isn't it? Klar. Toller Tag. Ich habe dein Biest hier erschlagen, die Bestie. Wow, Level 4. Gute Arbeit, in der Tat. Ich bin sehr beeindruckt. Du bist schon ein großer Jäger in deinem jungen Alter oder so jung wie du bist. Ja. Kann ich nur zustimmen. Habe ich jetzt mehr Charisma oder möchte ich das noch verteilen? Wo würde ich das denn verteilen? Ach, bei B wahrscheinlich. Skillpunkte, kochen, bla bla bla. Wie kann ich das nicht? Wie kann ich denn? Was haben wir denn noch hier? M, I, C. Da bin ich ja die ganze Zeit. Das ist N. Ah. Ach, Fraktionen. Fraktionen gibt es ja auch. Cool. Bin bei allen auf Mittel quasi. So, noch I habe ich. B, M, J. Was ist denn J? Ach so, das Journal. J ist das. Ich gehe mal wieder hier auf die Magie-Sachen. Speech. Kann ich redegewandter werden? Also ich kann die Leute irgendwie motivieren. Okay. Nee, wir gehen jetzt zurück. Ich mache weiter. Obwohl Heilung wäre vielleicht ganz gut. Was wäre das hier? Lichtelement. Da. Was? Genau, das heilt mich. Wäre schon cool. Aber ich gehe mal hier weiter in diesen Skilltree. Ich will das Eisding haben. Kann ich hier noch irgendwann mal was Aktives machen? Okay, das macht einfach nur Schaden. Hätte ich mal was anderes genommen. Dunkle Magie. Das macht alles nur so ein Element, okay. Oh, Lebensentzug. Das hätte ich auch gerne. Naja. Kampf. Banditenbla. Stealth, okay. Taschendiebstahl. Gift anwenden auf Waffen wahrscheinlich. Schloss knacken. Vanish. Oh, cool. Unsichtbarkeit quasi. Fallen stellen. Hallo, zurück. Labern, also reden. Handeln. Okay, was? Unter Druck setzen. Okay. Charm. Ach so. Irgendwas mit weniger Aggro. Und Gedankenkontrolle. Okay, Gegner für mich kämpfen lassen. Alles klar. Das sieht alles sehr interessant aus. Ich gehe mal eben hier rein. Oben. Kann ich direkt da hingehen zu dem, wo ich looten wollte? Oh. Okay. Tür öffnen. Achso, die geht einfach. Oh, hi, wer bist du? Und warum lässt du mich hier oben? Sei ruhig, Handy. Ich rede nicht mit dir. Hätte ich auch hier hochklettern können? Die Leiter oder so? Nö. Ja, gut, dass ich hier hochge... Hier komme ich gar nicht raus. Schade. Oh, oh. Bin ich jetzt hier eingesperrt? Spiel kaputt. Ihr wollt mich doch troll. Okay, ich werde es auch nie wieder tun. Ausgetrickst. Goldenes irgendwas. Kelch ist das doch, oder? Gucken wir uns den mal an. Goldener Kelch. Für nichts kann ich den verkaufen. Cool. Ich hüpfe mal hier runter. Lass mich fallen. Habe ich jetzt... Nee, ich habe jetzt nicht mehr Charisma bekommen automatisch, ne? Nee. Wie kann ich denn wohl... Magie? Nee. Hier kann ich wohl nichts ändern. Oh, was willst du denn von mir? Ich mache jetzt hier erstmal die Punkte rein. Das will ich jetzt haben. Genau, und jetzt hier. Was macht das? So. Achso, das erhöht das Level. Wird dann wahrscheinlich alles stärker. Verstehe. Achso, was habe ich jetzt genommen? Das hier, ne? Hallo. Habe ich doch das genommen? So. Jetzt haben wir das genommen. Das haben wir auf 1. Jetzt bin ich unter Strom. Auch gut. Möchte der Hund vielleicht jetzt mein Fleisch haben? Oh, wieder keine Ausdauer. Kann ich das nochmal machen, den Buff? Nö. Hey, Hundchen. Warum kann ich denn das Fleisch nicht abgeben? Ich habe doch Fleisch. Rohes Fleisch. Wir gehen mal hier entlang. Oh, hier ist ein Kochtopf. Vielleicht kann ich da das Fleisch reinstecken. Oder ich finde irgendwen, der mir Kochen beibringt. Kessel, achso, wahrscheinlich für Tränke oder so. Moment mal, sind hier nicht vielleicht auch Leute drin? Mal eben schauen. Ach so, kann ich nicht rein. Danke.
Gleich in diese Scheune rein. Versteckt sich hier. Oh. Oh. Da. Was zum... Oder sind das die Bewohner, die die Türen auf und zu machen? Was ist hier drin? Ein Seil. Dann gehen wir mal zum Schmied. Aber den können wir eh nicht überreden. Warum ist die Tür offen? Und was ist das für eine Tür? Was ist das? Hä? Wie kommt man denn... Oh. Dein Haus ist sehr geräumig. Cool. Und ich habe hier so eine Statue. Kannst du mir vielleicht Kochen beibringen? Okay, John? Nee, kann er nicht. Du auch nicht? Du vielleicht? My, what a lovely day. I've got this election you've been looking for. Oh, oh, warum habe ich das Fleisch jetzt in der Hand oder im... Was zum... Ich will nicht. How are you? I've got this election you've been looking for. Okay. Aber ich... Das ist Fleisch. Würde ja echt gern wissen. Moment mal, nochmal neu. My, what a lovely day. Ja, komm, hör auf. Verkaufen wir das mal. Das können wir nicht verkaufen. Dann kaufen wir einmal hier das Fleisch. Ich habe 52 Gold. Dann bringen wir dem Hundchen mal, oder dem streunenden Köter, einfach mal das gekochte Fleisch, weil er ja kein rohes Fleisch haben möchte. Ach so, Ausdauer. Und wo ist denn hier der Bob hin, der, wie auch immer das war? Hey, Hund. Wie geht's dir? Bist du hungrig? Hier, nimm das Fleisch. Ah, cool. Companion. Ich wusste es. Ich kann mit dem reden? Moment. Ach so, ich kann sein Inventar öffnen. Oh Gott. Bellen? 100 Agro vom... Ah, der kann tanken. Beißen? 200 Schaden? Lebensinstinkt oder... Überlebensinstinkt? Mhm. Ach, der kann sich selber heilen. Ach, wie cool. Und Enrage gehen, also schneller angreifen. Und das würde ich nehmen? Hm, Agro ziehen? Ah, ich weiß noch nicht. Mehr Schaden wäre irgendwie besser. Aber Agro ziehen ist natürlich auch cool für den Dings. Defensiv machen wir mal. Oh, Fleisch geben. Oh, Sympathie erhöhen. Ich kann zu mir teleportieren, das ist gut. Ja, cool. Folgst du mir jetzt auch automatisch oder muss ich dich immer rufen? Kommst du? Hallo? Hallo, Hundchen? Hm, das fände ich jetzt aber problematisch, wenn ich den immer anklicken muss. Also immer V drücken muss, damit er kommt. Agro, passiv. Wir machen mal auf das, aber komm doch bitte mit. Komm. Hund, komm. Hallo? Hm. Wäre auch zu schön, wenn er automatisch mitkommen würde. Oh je. Ja, das war erstmal der erste Einblick in das Spiel Gidonia. Mir gefällt es eigentlich bisher ganz gut. Man merkt, dass es im Early Access ist, aber das, da kann noch viel mit passieren mit dem Spiel. Man kann schon einiges tun. Man kann bestimmt auch viel mehr tun. Man hat viele Sachen, die man lernen kann. Das finde ich auch gut. Also viele verschiedene Wege, die man auch kombinieren kann, wie es aussieht. Es gibt schon mal Quests. Eine Story wird es ja auch noch irgendwann geben. Ja, wie fandet ihr denn das Spiel? Könnt ihr ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Und um weitere Videos, die ich so hochlade, ich spiele ja noch andere Sachen. Und das hier vielleicht auch irgendwann mal wieder. Damit ihr das nicht verpasst, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Also könnt ihr machen, braucht ihr nicht. Könnt auch so vorbeischauen. Ganz wie ihr wollt. Und ich beende jetzt das Video. Bis zum nächsten Mal. Komm, Hundchen.